Sugar, sugar, baby, oh, oh, sugar, sugar, baby, ja, ja, sei doch lieb zu mir. Ai, 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 sugar, sugar, baby, oh. Wo seid ihr denn? Ach, ihr seid auf der anderen Seite. Nee. Seid ihr da oben? Oder da unten? Hinter mir, hinter mir. Oh, da seid ihr ja. Upsi! Boah, jetzt hat's geknallt. Jetzt ist die Unterhose geplatzt, Kinder. Ah, ich muss mal eben meine Hose ein bisschen flicken. Rieder, 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 rieder. Nochmal. So. Jetzt ist meine Hose wieder dicht. Ach, ich freue mich, dass ich euch sehe. Und ihr seht richtig gut aus. So schöne Gesichter habt ihr und so schöne Augen. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die habe ich selber erlebt. Eine ganz schöne und spannende Geschichte. Ja, dann können wir eigentlich gleich anfangen. Es fängt an im Schloss. Seht ihr hinter mir das Schloss? Ja. Hier im Schloss beim König, da beginnt die Geschichte. Ich wünsche euch viel Freude und... Hey, pah. Och, das ist ja schön. Da ist Besuch bei mir. Ach, Leute. Oh. Schönen guten Tag. Ich bin der König Schokolade aus dem Zuckerland. Habt ihr schon mal vom Zuckerland gehört? Nein. Im Zuckerland ist das Leben süß, wie der Name schon sagt. Und ich, der König, ich mache jeden Tag mit meinem Volke Musik und ich mache Späße und viel Freude. Aber im Moment habe ich gar nicht so viel Freude. Nee, nee. Macht denn mit euch die Angela Merkel auch immer schöne Musik und viel Freude? Ah, das ist gut. Habt ihr schon von der traurigen Geschichte gehört? Hier bei uns? Die Prinzessin ist verschwunden. Meine Tochter. Ach, es ist so schlimm, Kinder, jetzt muss ich weinen. Seit 4 Wochen ist sie verschwunden, spurlos. Wir haben sie überall gesucht, auf alle Kinder, in alle Kindergärten, auf alle Spielplätze, überall. Aber wir haben meine Tochter nicht mehr wiedergefunden. Wir waren sogar in die Diskothek Go-Go. Ja, und haben sie auch da nicht gefunden. Ja, das wäre was. Hauptsache, sie lebt noch, aber wir wissen nichts von ihr. Aber passt auf, Kinder. Ich komme mal hierher. Wir haben eine neue Hoffnung. Denn der berühmte Sternendeuter, der Professor Pfefferminz, der kommt gleich. Und ihr wisst doch, die Sterne am Himmel, die haben alles gesehen und wissen alles. Und der Sternendeuter weiß vielleicht, wo meine Tochter ist. Ja. Und wenn sie auf eine Insel ist, dann nehmen wir ein Schiff und holen sie. Ja, das ist doch das Allerbeste. Oh, ich glaube, da kommt schon der Sternendeuter. Er ist eine imposante Erscheinung. Ah. Majestät, Professor Pfefferminz. Ah, Herr, Professor Pfefferminz, das ist Professor Pfefferminz. Sagen Sie, Herr Professor Pfefferminz, haben Sie in die letzten Nächte in den Himmel geschaut und die Sterne befragt? Ja, wir schauen ständig in den Himmel. Ständig, Tag und Nacht. Und wir befragen die Sterne, auch ständig, Tag und Nacht. Na, dann wissen Sie vielleicht etwas über meine Tochter, die verschwunden ist. Sie wissen doch, Prinzessin Marzipan. Wo steckt sie? Wo ist meine Tochter? Gibt es eine Spur? Das ist eine traurige Geschichte, Herr König. Ja, ich weiß, ich habe schon den Kindern erzählt, wie traurig das ist. Ihre Tochter lebt nicht mehr. Was? Sie hat sich im Walde verirrt und wurde von wilden Tieren gebissen und zerrissen. Nein! So ist es aber. Kinder, habt ihr das gehört? Ja. Oh nein, unsere Tochter... Ich muss sofort zu meiner Frau. Frau Königin, unsere Tochter lebt nicht mehr. Sie wurde von wilden Tieren gebissen und zerrissen. Da geht er hin, der dusselige König. Ins Schlafzimmer. Ich kann euch ja jetzt mal die Wahrheit sagen. Ja.
Ich bin gar nicht Professor Pfefferminz. Ich bin der böse Zauberer Beulenzopf. Ja. Und ich habe die Prinzessin entführt. Und sie wird gefangen gehalten im Wald. Von der Hexe Schiefmaul und von dem Räuber Pechdraht. Ja. Und wisst ihr, was ich morgen tue, Kinder? Nein. Morgen werde ich die Prinzessin heiraten. Ja. Ja, und dann werde ich König vom Zuckerland. Und für euch gibt's nur noch saure Drops. Ja, so ist das. Und den dusseligen anderen König, den sperren wir in den Keller. Ja, so machen wir das. Also, auf Wiedersehen, ihr kleinen Korinthenkacker. Ey! Sie unfreundlicher Spitzhut! Können Sie nicht Entschuldigung sagen, wenn Sie mich anrempeln? Ach, gehen Sie doch aus dem Weg, Sie Käskopp. Sie Käskopp. Sowas habe ich ja noch nie erlebt. Kinder, ich bin da gerade mit einem Mann mit einem spitzen Hut zusammengestoßen und der hat zu mir Käskopp gesagt. Was ist das, ein Zauberer? Ja, ein Böser. Ein Böser sogar? Die Prinzessin entführt. Die Prinzessin entführt? Ja. Mensch, ihr wisst ja viel mehr als ich. Ich denke, ich komme jetzt hier in ein friedliches Haus. Was denn? Er will sie morgen heiraten. Dieser alte Knuppen will die Prinzessin heiraten? Ja. Oh, und was sagt der König dazu? Nix. König in den Keller sperren. Und den anderen König in den Keller sperren? Passt mal auf, ich will jetzt mal den König rufen und mit dem König sprechen, ja? Ihr könnt ja helfen. Ich zähle jetzt bis drei und dann rufen wir alle zusammen Herr König. Ist es in Ordnung? Ja. Ja, damit ich mal mit dem König spreche. 1, 2, 3. Herr König! Ja, was ist denn? Wir haben Trauer im Zuckerland. Wer ruft da so laut? Ich bin's, Herr König, Kaspar Larifari. Ach, Kaspar, du Freund meiner Seele. Du kommst in einen unglücklichen Augenblick. Was ist denn? Meine Tochter lebt nicht mehr. Wie? Von wilden Tieren gebissen und zerrissen im Wald. Aber Herr König, ich habe gerade von den Kindern was anderes gehört. Kommen Sie mal hoch. Ja, das hat alles der berühmte Zauberer. Ich meine, der berühmte, wie heißt er, der... Der Kerl mit dem spitzen Hut. Ja, der mit dem spitzen Hut. Ein Sternendeuter ist das. Ja, aber pass mal auf, das ist gar kein Sternendeuter, sondern ist ein ganz fieser Möpp. Ne? Der hat dich belogen. Ne? Das ist ein böser Zauberer und kein guter Zauberer. Die wollte ihn heiraten. Ja, und die Prinzessin will der heiraten. Meine Tochter? Ja. Das ist doch nicht möglich. Und mich in den Keller sperren. Und mich in den Keller... Oh! Oh, Kinders, das hättet ihr nicht sagen dürfen. Jetzt ist der König umgefallen. Oh, Herr König, das werden wir verhindern. Sie werden nicht in den Keller gesperrt. Kinder, könnt ihr mal dem König frische Luft zupusten? Ja, alles so. Ja, das ist gut. Kommen Sie hoch, Herr König. Noch ein bisschen höher. Nochmal. Oh! Das ist wieder umgefallen. Herr König, kommen Sie hoch. Hoch. Noch ein bisschen höher. Und nicht umfallen. Oh! Stehen bleiben. So ist gut. So ist gut. So ist gut. Passen Sie auf. Ich werde mich sofort auf den Weg machen. Also, ihr habt... Und die Prinzessin ist entführt. Ja, und wo ist sie? Das wissen wir nicht. Bei der Hexe im Haus. Genau, in der letzten Vorstellung war sie nämlich im Wald. Bei der Hexe und bei einem Räuber. Herr König, das werden wir jetzt nämlich in die Hände nehmen. Ich und die Kinder, wir gehen jetzt in den Wald und werden die Prinzessin befreien. Da können Sie sich drauf verlassen. Das willst du wirklich wagen? Natürlich. Kinder, passt auf den Kasper auf. Ja, der ist nämlich übermütig und eilfertig. Ach, Herr König. Ja, man muss sehr aufpassen. Ach, da bin ich aber froh, dann lebt meine Tochter. Ich muss sofort zu meiner Frau. Frau Königin, unsere Tochter lebt noch. Sie lebt jetzt im Wald. Genau. Und wird befreit. Ha. Soll ich euch noch mal kurz meine Waffensammlung zeigen? Ja. Wir nehmen alles mit, ne? Damit wir gut gewappnet sind. Zum Beispiel die Patsche nehme ich mit. Und dann hauen wir dem König, nicht dem König, dann hauen wir dem Bösewicht, hauen wir was auf die Patschi, 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 Patschi. Ne? Soll ich noch mehr mitnehmen? Ja. Ja, ich nehme mal die königliche Zahnbürste mit. Und dann machen wir was ganz Schönes. Wenn wir die Hexe treffen, dann machen wir Schruppi, 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 Schruppi. Dann putzen wir ihr die Zähne.
Soll ich noch mehr mitnehmen? Ja! Ich habe noch eine schöne klassische Waffe. Hier, die kleine Bratpfanne. Ne, damit kriegt dann der Bösewicht einen gebraten. So, butsch. Ne? Soll ich auch noch die kleine Keule mitnehmen? Ja! Genug, gut, die Buschkeule, die kann auch nicht schaden, die nehmen wir auch noch mit. Ne, damit nichts passieren kann und wir keine Angst zu haben brauchen. Ja, das freut mich aber, dass ihr mitkommen wollt. Das ist ganz prima. Viel schöner, als wenn ich jetzt alleine laufe. Ja, den Mops nehme ich auch noch mit. Die Waffen kommen beim Kasper-Theater alle von alleine mit. Ich singe jetzt die Nationalhymne vom Zuckerland. Sugar Baby heißt sie. Ne? Und dann marschieren wir Richtung Wald. Ja? Eins, zwei, drei. Ei, ei, ei. Sugar, Sugar Baby. Ja, ja. Sugar, Sugar Baby. Ja, ja. Sei doch lieb zu mir. Ei, ei, ei. Sugar, Sugar Baby. Ja, ja. Sugar, Sugar Baby. Ich bin bald wieder hier. Tararidadi. 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 Ta-ta-ri-da-ri-da, ta-ti-da-ti-da, ta-ti-da-ti-da. Hallo, ich bin eine schöne Fee. Nein, ich bin die böse Hexe aus dem Walde, das ist ja klar. Aber ich fühle mich wie eine Fee, weil ich immer so gute Ideen habe. Passt auf, hier stelle ich jetzt erstmal einen Busch hin, einen schönen Busch. So, denn wir halten hier die Prinzessin gefangen. Die Prinzessin Marzipan. Nein! Ich und der Räuber Pechdraht. Ich rufe ihn mal. Hallo Pechdraht, den ich meine. Pechdraht, komm, erscheine. Ich esse gerade, ich kann jetzt nicht. Was isst du denn? Ich habe 7 gebratene Rattenschwänzchen in der Pfanne. Das ist jetzt ganz egal. Komm, es gibt Ärger im Karton. Ärger? Ja, komm. Ärger im Karton? Was für ein Karton? Das sagt man nur so. Guck, da sind die Kinder. Hallo. Guck mal. Kinder, mir wachsen die Haare durch den Hut. Ja, ist ja gut mit deinem Hut. Komm hoch, komm hoch. Also, weißt du, der Kasper ist unterwegs und will die Prinzessin befreien. Deshalb müssen wir etwas unternehmen. Aha. Ich habe mir schon was überlegt. Und was? Ich erklär's dir. Ich habe ein Schlafpulver. Das werde ich hier zerstäuben. Und wenn der Kasper gleich kommt, dann schläft er ein. Und dann liegt er hier. Und du kommst von da hinten, schleichst dich an den Busch heran und stürzt dich auf den Kasper und machst Hackepeter aus ihm. Haha, ich mach Wackelpudding aus dem Kasper. Nicht Wackelpudding, Hacke-Hacke-Peter. Ja, ich mach Hacke-Hacke-Hacke-Peter. Das ist schön. Also, dann versteck dich mal schön da hinten. Da hinten, da hinten, da hinten. So. Ja, und wenn er dann da liegt und schläft. Ja, ja, dann mach ich Hacke-Hacke-Wackelpudding. Nein, nicht Wackelpudding. Ah. So, Kinder, jetzt muss ich das Schlafpulver zerstäuben. Es kann sein, dass ihr auch ein bisschen müde werdet, aber das schadet gar nicht. Es entspannt. So, schlaf, 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 Kasper, schlaf. Ta-di-da-di-da-da, ta-di-da-di-da-di-da-da, la-la-la-la-la, schlaf, Kasper, schlaf. Sugar, Sugar Baby, oh, oh, Sugar, Sugar Baby, ja, ja. Kinder, seid ihr schon da? Sei doch lieb zu mir. Was ist los? Sugar, Sugar Baby, oh, oh, Sugar. Ist was los? Da ist Schlafpulver. Da ist Schlafpulver? Ja. Hat einer ein Attentat auf mich vor? Die Hexe. Die Hexe hat einen Dieb da irgendwo versteckt. Und der hat sich noch versteckt? Ja. Aber pass mal auf, Kinder, ich habe ja meinen Ventilator dabei, meine Klimaanlage. Da können wir die Luft wieder verbessern, ne? Ja. Hier, guck, so, jetzt machen wir erstmal die Luft besser. Radadi, 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 radadi. Jetzt wird alles schön verdünnisiert und das Schlafpulver, das wird weit weggeweht. Tja, tja, tja. So, und jetzt müssen wir, jetzt hole ich mal meine Mausefalle. Da wollen wir mal sehen, wenn mir einer was will. Da habe ich meine Mausefalle dabei. Wunderbar, so, gut. Die hab ich nämlich aus Texas, aus Amerika, ja? Ja, ich war neulich noch in Kentucky, ja.
In Amerika gibt es die schönsten Dinge zu kaufen. Zum Beispiel ein Lasso, so wie dieses hier. Eine Mausefalle. Ne? Die werde ich mal hier so ein bisschen drapieren. Sagt mal, könnt ihr schnarchen? Ja. Dann tun wir jetzt so, als ob wir alle eingeschlafen sind von dem Pulver. Ne? Ja, das ist gut. Dann wollen wir mal sehen, was der Bösewicht macht. So, also. Nichts sagen, einfach still bleiben, ne? Sonst haut er wieder ab. Was ist denn das hier für ein komisches Kuddelmuddel? Oh, ist das nicht ein Seil? Ja, das ist ein Seil für dich. Ein kleines Seil für dich. Guck mal hier, das passt dir sogar genau als Halskette. Und dann machen wir noch einmal. Oh, ja. Und dann mal. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Ich will nach Hause. Nee, bleib mal schön hier. Ich bin nur ein armer Waldarbeiter. Ich möchte zu meiner Frau. Ey, langsam. Du hast doch gar keine Frau. Du hast nur eine Freundin und die heißt Hexe. Ich kenne gar keine Hexe. Nee. Ey, bleib mal hier, bleib mal hier, bleib mal hier, bleib mal hier. Pass auf. Sag mal, hast du nicht zusammen mit der Hexe hier die Prinzessin gefangen? Die Prinzessin Marzipan? Ich kenne gar keine Prinzessin. Oh, das ist ein Lüger, ne? Ich kenne auch keine Hexe. Kinder, kennt ihr keine Hexe? Ich hol mal eben meinen Lügendetektor. Komm mal mit. Nein, doch, jetzt muss man eben mitkommen. Jetzt wollen wir mal sehen. Ein Lügendirektor? Nein, kein Lügendirektor. Das ist ein Detektor. Der hat einen Detektor. Ja, pass auf, ich stelle jetzt eine Frage und wenn die Frage richtig beantwortet wird, dann ist alles gut. Nur wenn du die Frage falsch beantwortest, dann wird mein Detektor nervös. Mein Direktor wurde auch immer nervös. Ja, aber das war was anderes, das war ein Direktor. So, also noch einmal. Kennst du eine Hexe? Nein. Oh, 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 ist das schön. Oh, hau nochmal, hau nochmal, hau nochmal. Kinder, das fördert die Durchblutung. Hau nochmal. Nochmal. Eins, zwei, drei. Oh. Der hat das gerne. Hör mal, ich werde dich lieber, glaube ich, an den Baum binden. Das ist besser als verprügeln. Verprügeln ist sowieso nicht schön. Komm mal mit, 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 komm mal mit. Nicht an den Baum binden. Doch, hier an den Baum muss ich dich binden. Das ist das Allerschönste. Nein, doch, das muss sein. Das geht nicht anders. So, und jetzt kriegst du noch ein Taschentuch im Mund. Nein, ich will aber kein Taschentuch. So ist besser, aber besser, wenn du ein Taschentuch im Mund hast. Dann kannst du nicht so laut rufen, ne? Räuber, kannst du noch mal einmal bitte etwas sagen? Ah ja, Rolli, 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 Roh. Ich bin genau deiner Meinung. So, Kinders. Jetzt wollen wir mal sehen. Ich mache mich jetzt mal auf die Suche nach der Prinzessin. Denn das Opfer ist immer wichtiger als die Täter. Ne? Erstmal. Ne? Natürlich, der Täter kann schwimmen. Die Bratpfanne, ich habe alles dabei. Keule, Bratpfanne, Patsche, alles ist mit mir. Ne? Alles ist mit mir mit. Ihr braucht keine Angst haben. Ich habe sogar meinen kleinen Hammer dabei. Also, ich bin gleich zurück. Haltet ihr hier die Stellung? Ja. Ja, und ich suche eine Spur von der Prinzessin. Sugar, sugar, baby, ja, ja. Sugar, sugar, baby, ja, ja. Sei doch lieb zu mir. Eieiei, sugar, sugar, baby. Oh, oh, sugar, sugar, baby. Ich bin bald wieder hier. Der Kasper ist jetzt Hackepeter, Hackepeter, Hackepeter. Der Kasper ist jetzt Hackepeter, tralalalala. Der Kasper ist jetzt Hackepeter, Hackepeter, Hackepeter. Der Kasper, wo ist er denn? Der liegt ja gar nicht hier. Er lebt. Der Kasper lebt? Ja. Wie ist das möglich? Er hat den Dieb gefangen. Und mein Freund, der Dieb, wo ist der? Oh, wer hat denn den da an den Baum gebunden? Kasper. Das war der Kasper? Dann soll der Kasper jetzt was erleben. Dann werde ich andere das Seiten aufziehen. Weg mit dem Busch. Nein, ich das werde den Kasper. Ich werde dem Kasper jetzt was zeigen. So, ich habe eine List. Das ist meine Kiste. Da kommt der Kasper rein. Dieses kleine Ferkelchen. So, so, so. Eine schöne List. Seht ihr? Ich sage Kasper.
Schau, ich habe einen Regenbogen vom Himmel geholt und da hineingetan. Und wenn der Kasper sich dann über den Kistenrand beugt und weh, wenn seine Augen sich an das Dunkel gewöhnt haben, kriegt er einen Schubs und Schwaps. Da habe ich den kleinen Racker gefangen. Ra-ra-di-da-di, da-di-da-da-di-da-di, da-di-da-da-di-da-di, da-ra-di-da-di. Sugar, sugar, baby. Oh, oh, sugar, sugar, baby. Ja, ja, sei doch lieb zu mir. Ei, 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 sugar, sugar, baby. Hä? Oh! Das ist aber eine schöne Kiste. Die sieht aber geheimnisvoll aus. Soll ich da nicht reingucken? Die Hexe will mich fangen? Schau doch nur, Kasper. Was denn? Schau mal einfach in die Kiste. Hm? Nein! Oh, sie fällt um. Da. Schau nur, ich habe einen Regenbogen vom Himmel geholt und da hineingetan. Ja, die Kinder meinen nein. Die Kinder meinen, ich soll da nicht reingucken. Die Kinder sind dumm, die haben keine Ahnung. Geh mal weg, Hexe, geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. So, pst, Kinder, jetzt seid leise. Hört mal zu. Pst. Pst. Ich spiele das Stück doch nicht zum ersten Mal. Pass auf. Ich werde die Hexe reinlegen. Kinder, ich tue so, als ob ich zu blöd bin, um in eine Kiste zu gucken. Und die Hexe, die soll das vormachen. Versteht ihr den Trick? Ja, und ich mache das danach, sag ich, ja? Das nennt man einen Indianertrick, ne? So, jetzt kann die Hexe wiederkommen. Hexe, kannst wiederkommen? Und, was ist jetzt los? Ja, ich habe mit den Kindern gesprochen und sie meinten doch, ach, ich sollte wohl in die Kiste reingucken, aber es gibt ein Problem. Ein Problem? Ja, ich bin dumm. Ich bin total dumm. PISA-Studie, ne? Deutsche Kinder, ziemlich schlecht. Wie? Die auch. Seid ihr auch total dumm? Nein! Ja, die nicht, aber ich. Ach du? Ja, ich bin zu dumm, um in eine Kiste zu gucken. Ist das wahr? Ja, aber wenn du das vormachst, kann ich's nachmachen. Wie die Chinesen? Ja, ja, wenn du es vormachst, kann ich's nachmachen. Also gut, ich soll mal vormachen. Ja. Gut, dann mache ich das mal vor. Kinder, der Kasper ist zu dumm, um in eine Kiste zu gucken. Deshalb zeige ich ihm das. Bleib mal da stehen, ich zeig dir das. Du musst da einfach so rangehen und gucken. Also, ja, das kann ich auch. Bleib mal da stehen, ich gehe da so und dann gucke ich da. Nein! Das musst du langsam machen, in Zeitlupe, in Slow Motion. Ja, aber das kann ich nicht. Ich bin zu dumm für Zeitlupe und Slow Motion. Das musst du mal vormachen mit der Slow Motion. Kennt ihr auch keine Slow Motion? Nein. Soll ich euch die Zeitlupe auch noch vormachen? Ja. Bist du dafür auch zu dumm? Ja, ich bin viel zu doof dafür. Gut, Ruhe bitte. Jetzt zeige ich euch, du musst aber da stehen bleiben. In Zeitlupe, wie man in eine Kiste guckt. Ja, schön da stehen. Ich stehe hier. Schön stehen bleiben. Also, du gehst da so... Ja, ich stehe hier. Du gehst da so ran und dann muss aber da stehen bleiben. Also, du gehst da so schön einfach ran und dann musst du aber da stehen bleiben. Ja, hier muss ich stehen bleiben, das weiß ich. Stehen bleiben? Ja. Also, Kinder, man geht an die Kiste. Ja. An? Ja, geh ruhig. An die Kiste heran. Und dann, jetzt musst du aber stehen bleiben. Ja, weißt du, du hast einen Magnet im Hintern. Nein, ich habe keinen Magnet im Hintern, das kann nicht sein. Jetzt bleib da stehen. Ja gut, jetzt bleib ich stehen. Kinder, Ruhe bewahren, ich bleib jetzt stehen. Also, du gehst an die Kiste. Ich stehe. Ja. Und dann beugst du dich über den Kistenrand. Warte, jetzt wackelt sie so. Ah, ich muss sie erstmal wieder etwas... So. Dann beugst du dich über den Kistenrand. Ja, ich stehe immer noch. Bis deine Augen sich an das Dunkel gewöhnt haben. Und dann komme ich... Ah! Nein, 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 nein! Doch, 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 doch. Rein in die Kiste, zu die Kiste. So. Ah. Das ist gut. Ah, lass mich raus! Lass mich raus aus der Kiste! Rauslassen! Soll ich sie rauslassen? Hey, du bleibst da jetzt schön drin. Du bleibst da jetzt schön drin, ne? So, Kinders, das hätten wir geschafft.
Meine Güte, das war ja gar keine leichte Arbeit, ne? Jetzt müssen wir uns natürlich um die Prinzessin kümmern. Ich habe noch keine Spur von ihr, aber wenn ich jetzt noch einmal losziehe und gucke, wo sie ist, dann... Du bleibst da drin. Schön da drin bleiben. Ja, stell da was drauf. Aber weißt du was, ich habe eine Idee. Wir stellen da nichts drauf, sondern... Ich hole Hammer und Nagel und wir nageln sie zu. Ne? Ta-da-da-da-da, ich hole mal einen Nagel. Ta-da-da-da-da, di-da-di-da-da. Ich hole mal einen Nagel. Ta-di-da-di-da-da, ta-di-da-di-da-da. Oh, die ist aber fies. Oh. Kinder, heute ist aber was los. Das war ja noch nie. So. Ah, hier ist der Nagel. Ist er lang genug? Ja. Ja. Soll ich noch einen Hammer holen? Ja. Ja, den Hammer hole ich auch noch. Da-d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 a. So. Und jetzt nageln wir mal die Kiste zu. Upsa. Eins, zwei, drei und schön langsam. So. Ich glaube, so ist es gut. Hexe, versuchst du bitte mal noch mal den Deckel zu öffnen von der Kiste? Kannst du mal versuchen? Es geht nicht mehr, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr, es geht nicht mehr. Dann ist ja wunderbar. So, weg mit der Kiste. Eins, zwei, helft ihr mit Hauruck? Ja. Eins, zwei, drei, Hauruck, Hauruck, Hauruck. Hau, ruck, hau, ruck, hau, ruck, hau, ruck, hau, ruck. Hallo, hallo, hallo. Ist der Zauberer da? Ja. Ist der Zauberer auf der Szene? Ja. Ja? Ja. Und? Stimmt ja gar nicht. Ist ja kein Zauber auf der Szene. Hallo, ich bin die Prinzessin. Der Zauberer darf nicht wissen, dass ich mit euch spreche. Er hat verboten, dass ich mit euch spreche. Er hat mich in ein Erdloch gesteckt und ich bin gerade ausgebüxt. Und ich will ihn auch nicht heiraten, diesen fiesen Kerl. Ein ganz widerlicher Kerl ist das. Oh. So, du alte Kröte. Ich habe dir doch gesagt, dass du mit niemandem sprechen sollst. Ich werde dich nicht heiraten. Oh, sie spuckt mir auf das Auge. Oh, und das andere Auge auch. Komm her, du kleines Miststück. Du Mistkäfer. Zurück ins Erdloch mit dir. So. Sugar, sugar, baby. Oh, oh, sugar, sugar, baby. Ja, ja, ich bin schon wieder da. Ach, Kinders, es ist traurig. Keine Spur von der Prinzessin. Man kann gucken und machen und tun, was man will. Was sollen wir nur machen? Ihr habt sie gesehen? Der Zauberer? Den habt ihr auch gesehen wieder? Ja, Mensch. Und er hat... Und... Oh. So, Kasper. Jetzt werde ich mich... Sei mal ruhig jetzt. Jetzt werde ich mich vor aller Augen in einen wilden Tiger verwandeln und dich fressen. Das willst du? Ja. Aber dann bin ich ja tot. Ja. Dann kann ich gar kein Lied mehr singen und kein Theater mehr spielen. Nein, das ist vorbei. Dann möchte ich aber gerne ein allerletztes Abschiedslied noch singen. Bitte, bitte, bitte. Soll der Kasper noch ein Abschiedslied singen? Ja. Ja, ich hol mal schnell meine Gitarre. Ich bin ja gleich wohl wieder da. So, liebe Kinder. Jetzt singt der Kasper noch ein Abschiedslied und dann ist das ganze Kasper-Theater in Münster am End. Ja, herrlich ist das. Eine Stadt ohne Kasper ist viel schöner. Ja, so. Was ist das denn? Ja, das ist meine Gitarre. Das ist eine moderne Gitarre, eine Schlaggitarre. Oh, der Kasper hat eine Schlaggitarre. Und welches Lied möchtest du singen? Ja, ich habe mir ein altes Lied ausgesucht, ein ganz schönes altes Lied. Das heißt, es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Oh, das kenne ich auch. Da könnte ich sogar mitsingen. Ja, bitte, singe doch mit. Wir fangen gleich an. Eins, zwei, drei. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Klipp, klapp.
Hallo? Zauberer, das Lied hat erst gerade angefangen. Machst du schon schlapp bei Klipp-Klapp? Das gibt's doch gar nicht. Oh Mann, das ist ein Spielverderber. Das ist ein echter Spielverderber. Was machen wir jetzt mit dem? Hey, 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 hey. Zauberer? Zauberer, bist du tot? Nee, ich bin tot. Nee, er ist tot. Komm her. Wir bringen ihn jetzt mal woanders hin, ne? Du fieser Möp. Tarabadada, tarabadada, paritara, taraptara, parabadada, paraptara, taribadabitara, tarabadada, taraptara, taridaraptariptara, tarabadadabadada. So, Kinder. Jetzt habe ich aber Kaspers Stimme gehört. Jetzt weiß ich, dass alles gut wird. Ich bin schon hier. Ich habe auch gerade eine Stimme gehört. Prinzessin, deine Stimme. Genau. Lass dich umarmen, aber mit Anlauf. Mit Anlauf. Hey. Jupsi. Ach du. Ach, Kasper, ich fühle mich jetzt richtig erleichtert. Und der Zauberer, der ist K.O. Der wird dich nicht mehr ärgern. Ne? Den schicken wir was weiß ich wohin. Der wird umgeschult. Ne? Dann kriegt er eine Psychotherapie. Ne? Das wird dann vielleicht noch ein ganz netter Mensch im Alter. Ne? Ach, Kasper. Und wir tanzen jetzt. Ja? Ja, heute Abend, Kinder, feiern wir im Schloss ein großes Fest, weil ich wieder da bin. Und da wird getanzt. Und den Tanz üben wir jetzt. Den Freudentanz. Ja. Wollt ihr mal sehen, wie wir den Freudentanz tanzen? Ja. Ein ganz schöner Tanz, mein Lieblingstanz. Beim Freudentanz muss man sich hinstellen, einander in die Augen schauen. Und dann verneigen. Das heißt Respekt. Genau, Respekt. Und dann geht's los. Eins, zwei, drei, vier. La 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 la. Lila, lila, lila la. La 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 li da di da da. Und bum, bum. La 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 la. Ri da ri da ri da da. Ta di da da. Ta da la li da di da da. Und bum. Bum. La 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 li la 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 li la 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 li la 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 li la 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 li la la. Jetzt nochmal bum bum, nochmal bum 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 und nochmal bum. So, und jetzt geht's schnell nach Hause. Kinder, wir singen jetzt die Nationalhymne vom Zuckerland Sugar Baby und eilen zurück zu meinem Vater und zu meiner Mutter. Und ihr kommt alle noch einmal mit? Ins Schloss. Kannst du nochmal die Patsche benutzen? Die Patsche, ja, das hat dir gut gefallen. Ne? Das machen wir dann nach der Vorstellung nochmal extra für dich. Da wird richtige Patschi, 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 Patsch. Ja. Ne? So, komm, Prinzessin, es geht los. Eins, zwei, drei, ja. Sugar, sugar, baby. Ei, ei, sugar, sugar, baby. Ja, ja, sei doch lieb zu mir. Leute, was für eine Freude. Was für eine wunderbare Mitteilung. Meine Tochter lebt, meine Tochter ist gerettet. Wisst ihr das schon? Ja. Ach, habt ihr es im Fernsehen gesehen? Nein, hier. Ach, ihr wart dabei? Ach, das habe ich ganz vergessen. Das habe ich ganz vergessen. Wollt ihr noch sehen, wie ich meine Tochter in die Arme schließe? Ja. Ja, wir planen ein großes Fest. Sie will gleich in die Badewanne, weil sie in einem Erdloch so stecken musste. Da kommt sie schon. Vater. Ja, lass dich umarmen. Einmal umarmen. Ohne, ganz ungewaschen. Ja, ganz ungewaschen umarmen. Ach, Tochter, das ist gut, dass ich dein Herz klopfen fühle an meiner Brust. Oh, schön, und du siehst gut aus. Ja, es war auch alles ganz gut, muss ich sagen, weil ich den Kasper schon bald gehört habe. Seine Stimme, da wusste ich, das wird alles gut. Ja. Ich muss jetzt in die Wanne. Liebe Kinder, ich danke euch sehr, ja? Und, dem Kasper musst du eine Belohnung schenken. Ja, der Kasper bekommt eine ganz große Belohnung, das ist klar. Also, auf Wiedersehen, Kinder. La la la, ta la la la, ta la 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 la. Und geh noch zu deiner Mutter vielleicht, bevor du in die Wanne gehst. Die steht gleich auch wieder auf aus dem Bett. Ja. So, was soll ich dem Kasper zur Belohnung schenken? Hm. Ein Bonbon. Ein Bonbon, ja, vielleicht auch zwei, ne? Sugar, sugar, baby, oh, oh, sugar, sugar, baby, ja, ja, ich bin schon wieder hier, Majestät, zurück von der Dienstreise. Ja, das ist schön, Kasper. Kasper, ich habe lange überlegt, oder gar nicht so lange überlegt, was du bekommen könntest als Belohnung. Pass auf, du darfst als Belohnung die ganzen Weihnachtsferien im Schloss wohnen. Was? Ja, und darfst so viel essen und trinken, wie du willst. Im Schloss?
Ja, und zwar in der Suite, in dem schönsten Zimmer, was wir für Gäste haben. Kinder, ich darf in dem wunderschönen Zimmer im Schloss wohnen, das schönste Zimmer. Ja, und du darfst auch noch... Meine Marie mitbringen? Ja, darfst deine Marie auch mitbringen. Guck, meine Marie darf ich mitbringen. Darf ich auch meine Oma mitbringen? Ja, die Oma darfst du auch noch mitbringen. Ha, und den Seppel, darf ich den auch mitbringen? Soll er auch den Seppel noch mitbringen? Ja. Ja gut, Seppel darfst du auch mitbringen. Und mein Hund, den Fellow, den möchte ich auch noch mitbringen. Soll er den Hund auch noch mitbringen? Ja. Und das Krokodil? Nein, Krokodil nicht, lieber nicht mitbringen. Ja gut, das Krokodil brauche ich auch nicht mitbringen. Nein, aber mein Hund, den Fellow, den möchte ich mitbringen. Ach, Herr König, da danke ich Ihnen. Das ist ein sehr schönes Geschenk. Und heute Abend ist das Fest und du darfst den ersten Freudentanz machen mit meiner Tochter. Ja, wir haben nämlich schon geübt, Herr König. Das ist gut. Liebe Kinder, ich danke euch, dass ihr so mutig wart und im Wald gewesen seid. Ne? Und bis bald. Ich muss jetzt mich um meine Frau kümmern. Die ist noch ein bisschen wackelig auf den Beinen. Die war 4 Wochen nur im Bett. Ja, ich weiß. Ach, Kinders. So war die Geschichte, die ich damals erlebt habe, vor vielen, vielen Jahren. Also ungefähr so, ne? Und ja, jetzt ist die Geschichte zu Ende. Das ganze Abenteuer. Und wenn es euch gefallen hat, dann klatscht noch einmal in die Hände. Ja? Dankeschön. Danke sehr. Danke vielmals. Sugar, sugar, baby. Oh, oh, sugar, sugar, baby. Ja, ja, sei doch lieb zu mir. Ay, 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 sugar, sugar, baby. Oh, oh, sugar, sugar, baby. Ich bin bald wieder hier. Ay, 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 sugar, sugar, baby. Oh, sugar, sugar, baby.